Wir feiern heute Geburtstag, nein nicht wir, sondern den Geburtstag von Astrid Lindgren. Sie wäre heute 100 Jahre alt geworden und die Schwedin hat in ihrem Leben knapp 70 Kinder- und Jugendbücher geschrieben und davon weltweit über 130 Millionen Stück verkauft. Auch wir haben in dieser Sendung Bücher für euch, zwar nicht von Astrid Lindgren, aber dafür weniger unspannend. Und damit herzlich willkommen zu OrgaTV. Die Bücher, die ihr heute gewinnen könnt, sind niegelnagelneu und der Titel heißt Strategische Organisation von Christian Scholz. Ihr kennt unsere Spielregeln, wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, verfolgt die Sendung aufmerksam, notiert euch später die Nummer, hört bei der Gewinnfrage genau zu, greift zum Hörer und ruft uns an. Das sind unsere Themen heute. Durchsichtig, neue Ringvorlesung der Uni. Zwiespältig, Pro und Contra Kinderuni. Nächtlich, HWK-Studenten erleuchten die Saarbrücker City. Wissbegierig, wer hält Tobis Fragenstand? Für alle, die heute eins dieser wunderschönen Bücher gewinnen wollen, hier schon mal unsere Telefonnummer, die 0681 302 49 42. Doch jetzt geht es erst einmal mit Michael Schuh weiter. Er präsentiert euch heute das Neueste aus der Medienszene. Ungeachtet massiver Proteste hat der Bundestag die Speicherung von Telefon- und Internetdaten beschlossen. Die Verbindungsdaten werden künftig ein halbes Jahr gespeichert. Die Überwachung wird auf schwere Straftaten beschränkt, aber auch einzelne Geheimnisträger wie Anwälte, Ärzte und Journalisten dürfen abgehört werden. Die großen Social Community Websites wollen langsam Geld verdienen. Unternehmen können jetzt auch ihre eigenen Profilseiten erstellen und es wird gezielte Werbung zugelassen. Das heißt, durch das Preisgeben von persönlichen Daten wird Werbung gezielt auf die Interessen der Nutzer zugeschnitten. Die Online-Video-Plattform YouTube ist am Donnerstag erstmals in deutscher Fassung an den Start gegangen. Verzögert hat sich das Ganze, weil es Probleme mit der GEMA gab. Zum Start hat YouTube unter anderem Inhalteanbieter wie ZDF, den FC Bayern München, Universal Music und Sony BMG als Partner gewinnen können. Der Aufstieg der Studenten-Community StudiVZ geht weiter. Im Oktober gab es ein weiteres Plus auf sage und schreibe über 4 Milliarden Seitenaufrufe. Doch auch die Nachrichtenangebote können mit den Oktoberzahlen sehr zufrieden sein. So stellen auch Bild.de, Süddeutsche.de und Welt Online neue Rekordzahlen auf. Iraner werden in Zukunft Probleme haben, sich ein Benutzerkonto bei Yahoo und Hotmail anzulegen. Die Internetriesen Microsoft und Yahoo sind der Linie ihrer Regierung gefolgt und haben sozusagen als virtuelle Sanktion Iran von der Länderliste ihrer Anmeldeformulare genommen. Ein neues Wahlsystem, einfach und voll digital. In Hamburg wurde den Bürgern jetzt ein elektronischer Wahlstift zum Testen präsentiert. Doch die Aktion wird von der Bevölkerung eher skeptisch gesehen und Hacker teilten bereits mit, das System ausgetrickst zu haben. Unter großem Andrang von Apple-Fans und Technikbegeisterten brachte der Mobilfunkbetreiber T-Mobile am Freitag das mit Spannung erwartete Gerät auf den Markt. Insgesamt wurden am ersten Tag in Deutschland 10.000 Geräte verkauft. Der Kaiser als Marke. Franz Beckenbauer ist Superbrand 2007. Der FC Bayern-Präsident und Allzweckwerbepartner ist die erste Persönlichkeit, die mit der internationalen Marketing-Trophäe ausgezeichnet wurde. Anfang 2008 startet mit TIM der erste deutsche Fernsehsender für schwule Männer. Der Spatenkanal soll den nun 4 Millionen Schwulen in Deutschland ein abwechslungsreiches Vollprogramm mit einer Mischung aus Filmen, Serien, Magazinen und Nachrichten bieten.
Wie wir gesehen haben, gibt es nicht viel vom Campus zu berichten. Trotzdem eine Neuigkeit haben wir für euch. Die Uni startete diese Woche im Saarbrücker Rathaus mit ihrer Ringvorlesung, die dieses Semester unter dem Motto Der gläserne Mensch steht. Genau, und zwar in 14 Veranstaltungen wird der gläserne Mensch aus verschiedenen Fachrichtungen durchleuchtet. Unter anderem Medizin, Informatik oder Jura. Doch wie sieht das Ganze eigentlich im Internet oder draußen auf der Straße aus? Wie gläsern sind wir heute schon? Internet, E-Mail, Webforen und unendlichen Datenstrom möchte heute niemand mehr verzichten. Aber je stärker sich das Netz zum globalen Gedächtnis entwickelt, desto mehr fragt man sich, ist der gläserne Mensch ein besserer Mensch? Die neue interdisziplinäre Vorlesungsreihe der Universität in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt diskutiert dieses Thema aus Sicht der unterschiedlichen Fachbereiche der Natur- und Geisteswissenschaften. Die Vorträge informieren über aktuelle wissenschaftliche Forschungsansätze ebenso wie über neue Erkenntnisse aus der Praxis des Datenschutzes. Der Begriff gläserner Mensch wird heute allerdings vor allem in einem Zusammenhang benutzt, und zwar es ist das Bestreben, immer mehr von uns wissen zu wollen, bis man letztlich durch uns wie durch Glas blicken kann. Kann dies gesellschaftlich gewollt sein? Können wir dies im Rahmen unserer demokratischen Entscheidungsprozesse heute gutheißen? Die Leitung der Veranstaltungsreihe hat Professor Dr. Patricia Oster-Stierle, Romanistin und Vizepräsidentin für Europa und Kultur. Dieses Bild Big Brother is watching you haben wir alle in uns, und jeden Tag liest man in der Zeitung Schlagzeilen, Spuren im Internet verwischen, digitale Tarnkappe macht unsichtbar, das soll jetzt auch. Daraus ergibt sich natürlich eine essentielle Frage. Was bedeutet das für den Normalbürger? Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die die Vernetzung der Welt befürworten. Doch die zunehmende Bereitschaft, Daten und Informationen über sich preiszugeben, ist erschreckend. Da klickt man sich mal eben bei Flickr ein und findet die Urlaubsbilder seines neuen Mitarbeiters. Noch professioneller geht es bei Personensuchmaschinen wie pq.com, spock.com und yoname.com zu. Die derzeit öffentlich geführte Diskussion über die Spionagemöglichkeiten der Regierung knüpft nahtlos an diese Bedenken an. Natürlich gilt: Die Polizei sollte diejenigen, die eine Straftat begehen wollen, ausfindig machen und sie zuvor daran hindern. Dies gilt schon für die einzelnen Verbrecher, umso mehr natürlich für Terroristen, die versuchen, durch ein im Allgemeinen wahllos ausgesuchtes Ziel möglichst viele Menschen zu töten, um damit eine Botschaft an die Regierung eines Landes zu transportieren. Doch Kritiker sehen das anders. Die Folgen der grenzenlosen Überwachung im öffentlichen Raum sind für Einzelpersonen nicht mehr ersichtlich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was, fragt sich der Bürger, hat es mit meiner Würde zu tun, wenn von dem Zahnpastenfabrikat bis hin zur Schuhgröße sehr private Daten in einem großen Computer in den USA gespeichert werden? Die Frage, die sich stellt, ist ganz einfach. Wie viel Durchleuchtung unserer eigenen Person wollen wir zulassen? Im Extremfall ist heute eine Situation vorstellbar, bei der dem Menschen nach der Geburt ein Chip implantiert wird, der im Laufe des Lebens alle Daten, die diesen Menschen betreffen, an einen zentralen Computer funkt, wo sie gespeichert und mit entsprechenden Programmen analysiert werden. Das andere Extrem besteht natürlich darin, die Polizei und das Justizsystem abzuschaffen und jeden Einzelnen sich selbst schützen. Letztendlich würde eine totale Überwachung die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger wohl befriedigen. Aber wären Sie bereit, dafür Ihre Privatsphäre zu opfern? Sie sind klein, Sie sind schnell und Sie sind viele. Mittwochs fallen Kinder in die Uni rein und nehmen diese völlig für sich ein. So oder so ähnlich könnten genervte Studenten über die Kinderuni denken und sie beschreiben. Aber es gibt auch andere Stimmen, die Kinderuni super finden. Wer sich noch nicht 100% sicher ist, was er von der Kinderuni halten soll, dem hilft vielleicht unser nächster Pro- und Kontrafilm auf die Sprünge. Mittwochs öffnet sich Schulkindern zwischen 8 und 14 Jahren eine neue Welt. Es ist die Welt der Universität. Eine Welt, die mindestens genauso spannend ist, wie die Fragen, die sich Kinder stellen.
Die Kinderuni ist der perfekte Ort für den wissbegierigen Nachwuchs, Antworten zu finden. Auch in diesem Wintersemester werden wieder 4 Vorlesungen für die Kleinen angeboten. Und das ist ganz nach ihrem Interesse. Sie interessiert sich halt auch für dieses Thema hier und auch für die verschiedenen Themen und dass man danach nochmal zu den Vorlesungen gehen kann, weil ihr das damals auch schon gut gefallen hat. Und deswegen sind wir jetzt nochmal hier. Eine Erfolgsgeschichte für die Kinder, aber auch für die Uni. Die Resonanz in der Presse ist sehr gut. Nun ist die Presse auch Partner bei dem Unternehmen. Die Saarbrücker Zeitung verschickt die Ausweise für die Kinder und macht so ein paar Dienstleistungen in dem Zusammenhang. Die Resonanz bei den Eltern ist, die kommen ja manchmal am Ende der Veranstaltung zu einem und erzählen etwas, ist unterschiedlich und sehr stark abhängig von der Qualität der Veranstaltung, was verständlich ist. Die Resonanz der Kinder ist auch wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sind begeistert und das sind die, die auch wiederkommen. Also wir haben welche, die sind jetzt schon die ganze Zeit praktisch da. Und es gibt Kinder, die finden das doof. Die finden das nett, mal hier drin gewesen zu sein, aber im Grunde, was der da vorne erzählt, das interessiert die nicht. Wie, schon wieder Kinderuni? Des einen freut, des anderen leid. Die Kinderuni überschwemmt das Gebäude B41 regelmäßig mit kleinen Gören, die den Hals nicht vollkriegen können. Sie wuseln uns zwischen den Beinen rum, wenn wir sowieso schon zu spät sind, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Haben wir es trotzdem geschafft, auf dem letzten verbliebenen Grünstreifen einen Abstellplatz für den Wagen zu finden, liegt auf dem Weg zum Hörsaal eine noch größere Gefahr vor uns, die dicht befahrene Ausfallstraße. Auffällig? Auf der anderen Seite sind noch alle Plätze frei. Gut, dass die Chauffeure unserer Kinderstudenten 6 Stunden später die große Parkplatzauswahl haben werden. Ja, ich bin noch mit einer Mutter gekommen und wir parken im Parkhaus. War aber auch okay, die waren sehr nett, die Leute dort. Ja, haben uns direkt reingelassen. Wir haben auch keine Ahnung, wie viele Elternautos da wirklich anströmen. Und man müsste mal sehen, wie viel ist um 3:30 frei. Und kann man das nicht ein bisschen so machen, dass man dann nicht von morgens an gleich dicht macht, sondern später. Ansonsten sind die Universitäten ja, sind die Studenten ja wenig tangiert. Es sei denn, sie studieren Jura, Betriebs- oder Volkswirtschaft und sind in dem Gebäude, in dem wir sind. Und da machen wir natürlich 2-mal im Monat mittwochs ein bisschen Wirbel. Ein netter Service also für die kleinsten Studenten, den wir, die großen Studenten, nicht in Anspruch nehmen können. Obwohl wir doch sogar viel Geld an die Uni überwiesen haben. Wohl oder übel müssen wir uns eingestehen, die Idee ist gar nicht mal schlecht. Kinder sollten doch etwas lernen, aber doch bitte nicht an der Alma Mater. Ja, ist sehr interessant. Ich finde toll, dass Kinder schon was lernen, aber sie müssen nicht so oft herkommen. Die sind schon klein und so nervig und laut. Sie sollen ihr Leben noch genießen. Die haben noch viel Zeit, viel später auf die Uni zu gehen. Wer dieser Tage durch die Saarbrücker Innenstadt läuft, entdeckt abends eine Vielzahl leuchtender Schaufenster, in denen früher gähnende Leere herrschte. Die Hochschule für Bildende Künste hat sich dem Leerstand in Saarbrücken einmal angenommen und daraus eine große Projektionsfläche gemacht. In 22 Fenstern kann man unterschiedliche Installationen entdecken. Jede steht für sich, zusammen ergeben sie jedoch einen interessanten Kunstparcours. Verantwortlich für die inszenierten Fenster in der nächtlichen Stadt ist Daniel Hausig. Der HBK-Professor hat uns erklärt, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Für Intermedia an der HBK Saar, in meinem Bereich spielt zum Beispiel Licht oder die Gestaltung mit Licht eine Rolle. Intermedia hat so seine Wurzeln auch in der Malerei und es gibt auch so Themen wie die Fortsetzung von Malerei mit anderen technischen Mitteln, also zum Beispiel farbiges Licht oder die Fortsetzung von Malerei in Raum, dann sprechen wir von Rauminstallation und so weiter. Ein anderes intermediäres Thema ist eben die strukturelle Verwandtschaft von Malerei und Fotografie. Viele Themen, die früher in der Malerei inhaltlich behandelt wurden, werden heute in der Fotografie behandelt und das ist dann von daher auch ein intermediäres Thema. Meine Rolle ist, ich habe es als künstlerischer Leiter und Professor mit meiner Partnerin Claudia Prieske, die hier einen Lehrauftrag hat als Medienkünstlerin, dieses Projekt konzipiert, entwickelt, also das heißt von der Entwurfsphase über die Recherche bis zur Realisierung. Aber die Resonanz, was ich gehört habe, ist sehr, sehr positiv. Also das
Thema lässt sich sehr gut vermitteln, es lässt sich gut kommunizieren und hat viele Leute haben mir spontan gesagt, dass sie es ein ganz tolles Projekt finden und auch in der Schnittmenge, dass man beispielsweise Themenfelder wie Leerstand thematisiert und die verknüpft mit ästhetischen Fragestellungen, was könnte da mit den Mitteln der Kunst in diesem Bereich getan werden. Unser Anliegen war ja nicht, die Deko zu ersetzen in den Schaufenstern oder in der nächtlichen Weihnachtszeit sozusagen die Lichterkette komplett zu machen, sondern wir haben Saarbrücken als eine Stadt begriffen, die auch darunter leidet, dass da Schrumpfung stattfindet. Für uns als Künstler heißt das, dass wir Bildkonzepte entwickeln, die vielleicht auch mit der Architektur und dem Ort zusammengehen. Und dann nachher darüber hinaus, was entscheidend ist, was ist Leben in der Stadt? Also was heißt Urbanität? Was interessiert uns als Menschen, die in einer Stadt leben? Und dann sind dann so Themen gekommen, wie so Überbegriffe waren Emotionalität oder auch das Tier oder Geschwindigkeit, Reisen, Rastlosigkeit und so weiter. Voyeurismus auch. Alles, was wir so auch mit Stadt verknüpfen. Soweit erst einmal zur Theorie. Aber wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Die Saarbrücker HBK-Studenten haben ihre verschiedenen Ideen auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt. Aber seht selbst, welches ist euer Lieblingsschaufenster? Wenn man in diesen Tagen durch die Stadt wandert, sollte die Augen besonders für außergewöhnliche Kunstprojekte offen halten. 100 Tage lang verwandeln Studierende und Absolventen der HBK Saar Schaufenster in der Saarbrücker Innenstadt in nächtliche Kunstwerke. Vom 1. November 2007 bis zum 28. Februar 2008 werden jeden Abend an 22 Standorten unterleuchtete Fotografien, Skulpturen und interaktive Arbeiten gezeigt. Wir haben uns auf die Suche nach diesen Objekten begeben und Interessantes gefunden. Am Anfang war das Wort. Karin Maria Zimmer erinnert mit ihrem Kunstwerk an die Grundmuster der Blindenschrift und teilt jedem Fenster des Ministeriums für Bildung und Familie einen Buchstaben zu, die in einer bestimmten Folge erscheinen. In der Keplerstraße 12 verwandelt Martin Gloth ein leerstehendes Ladenlokal in einen organischen Farbkörper. Sie sieht Farbe als Licht. Dass Menschen sich in Städten zunehmend eingeengt und beschränkt fühlen, zeigt das Werk von Johanna Sunder-Plassmann. Während Menschenzoo diese Enge mit einer überdimensional großen Person thematisiert, geht Anna Kautenburger aufs Land. Die Wahl des Standortes an einer stark befahrenen Straße steht im Kontrast zum Inhalt ihrer Videoprojektion über bürgerliche Sichtweisen. Dass auch die gewöhnliche Hausmaus ein begrenztes Sichtfeld hat, zeigt Marc Heidrich. Von Mäusen und Menschen erzählt vom gefährlichen Alltag dieses possierlichen Tierchens. Vom eventuellen Sehen und Gesehenwerden handelt auch Maria Drechsels exhibitionistisches Werk. An der Berliner Promenade folgt eine Frauenfigur den Passanten, die am Schaufenster vorbeigehen. Das Wechselspiel der Observation zwischen Mensch und der Installation wird ebenfalls von Philipp Töttmann aufgegriffen. Mit iQuarium verschwimmen die Grenzen zwischen Voyeur und Beobachter. Unser nächtlicher Ausflug durch Saarbrücken führte uns als nächstes in den Innenhof der Stadtgalerie. Auch das war das vermeintliche Ziel von Markus Kräubler mit seinem Projekt Irrfahrt. Verirrt haben sich auch die Statisten von Maria Kowalski. Sie durchleben in emotionalen Momenten Wut, Trauer, Freude und werden in Nahaufnahmen mit der Videokamera verfolgt. Black Pain wirkt in der Öffentlichkeit des Stadtraumes auf Passanten verstörend und provokant. Zur Interaktivität regt dagegen Stefan Zintels Werk an. Das Fenster des Architekturbüros Schauber in der Uhlandstraße zeigt sein interaktives Video, das auf verschiedene Weise auf Zuschauer reagiert.
Wem das zu langweilig ist, der sollte zum SAR Center feiern gehen. Die digital gesteuerte Lichtinstallation erweckt die Illusion von Bewegung und pulsierendem Nachtleben. Stefanie Quade zeigt mit menschlichen Scherenschnitten eine scheinbar nicht enden wollende Feier. Um blasenfrei durch die Nacht zu tanzen, muss man natürlich das passende Schuhwerk besitzen. Im Laden von Fritz Walter in der Großherzog-Friedrich-Straße wird man sicherlich fündig. Aber auch die Nacht ist irgendwann einmal vorbei und die Sonne geht auf. Die Arbeit von Ingo Wendt zielt auf die anmaßende Haltung des Menschen ab, der glaubt, dass alle Probleme technisch lösbar sind. Zum Abschluss unserer nächtlichen Reise begegneten wir noch einigen Haus- und Hoftieren. Lena Schuster machte einen Schoßhund zum Hauptdarsteller ihrer modernen Version von Die Schöne und das Biest. Ihr King Kong Carlos kann an der alten Brücke beim Finanzministerium bestaunt werden. Auch das nachtaktive Erdferkel ist vertreten. Die Installation von Vera Kattel spielt mit der Leere der kaum befahrenen Karlstraße und der leeren Ecke des Erdferkelgeheges im Nachtzoo. Im Gegensatz dazu steht Dialog von Corinne Siebenaler am St. Johanna Markt. Weiße Häkelobjekte bewegen sich unterschiedlich und stehen so gegenseitig im Dialog miteinander sowie mit dem Publikum. Sehen und gesehen werden, das ist wohl das Projekt, das am meisten hervorsticht. Ihr wisst, welches ich meine, es ist das mit der Dame und dem Kleid. Aber wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Das haben wir uns gefragt und deshalb unseren Redakteur Tobias Knapp losgeschickt. Er hat sich mit der Künstlerin Maria Margarete Drechsel getroffen und sich mit ihr über ihr Werk unterhalten. In deinem Projekt Sehen und Gesehen werden an der Berliner Promenade. Und uns würde jetzt interessieren, welches Gesicht im wirklichen Leben zu diesem Projekt gehört. Vielleicht kannst du dich da gerade mal vorstellen. Also ich bin die Maria Margarete Drechsel. Ich komme aus Tirol und studiere hier im 7. Semester Freie Kunst an der Hochschule der Bildenden Künste in der Keplerstraße. Und dann würde uns interessieren, wie denn dieses ganze große Projekt zustande gekommen ist. Also das Projekt ist ungefähr vor 2 Jahren zustande gekommen bei dem Herrn Professor Daniel Hausig. Wir haben uns mit dem Strukturwandel in der Stadt befasst, das heißt, dass immer mehr Leute wegziehen und in diesem Fall auch viele Ladenlokale leer stehen. Wir haben dann sämtliche leerstehende Ladenlokale erfasst und geschaut, wo gibt's was und welche können wir verwenden und haben uns auch überlegt, dass wir hier was machen dazu und dann ist das Projekt entstanden. Du möchtest auf den Exhibitionismus in der Stadt, in Großstädten aufmerksam machen. Ist dir das jetzt in Saarbrücken in einer besonderen Form schon über den Weg gelaufen oder aufgefallen? Also ich weiß das aus Erzählungen und es ist halt schon ein Großstadtphänomen, aber in der Arbeit geht es eigentlich um die Ambivalenz zwischen Exhibitionismus und Voyeurismus. Also jemand, der vor dem Fenster steht, der wird ja auch gesehen und da kommt er dann ins Netz. Also es ist nicht so einseitig, dass nur ich was zeige, sondern ich sehe auch. Unter dem Werk, da steht jetzt dein Name. Hast du denn alles alleine gemacht? Nee, also die Programmierung hat eine Freundin für mich gemacht, die Barbara Herold. Das Video habe ich selber gemacht und die Homepage eigentlich auch, aber da hat mir die Henrike Kreck geholfen. Hast du lange nach einer Person suchen müssen, die sich dafür bereit erklärt? Also ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber die Person bin ich. Gut. Gleich steigen wir wieder in den Quizbus ein, aber vorher habt ihr jetzt live die Möglichkeit, hier eins dieser beiden Bücher strategischer Organisation zu gewinnen. Wir haben eine Frage für euch. Welche Saarbrücker Hochschule hat das Projekt Inszenierte Fenster in der nächtlichen Stadt realisiert? Wenn ihr die Antwort wisst, dann greift jetzt schnell zum Telefon und ruft uns an unter der 0681 302 49 42. 0681 302 49 42. Noch einmal die Frage, welche Saarbrücker Hochschule hat das Projekt Inszenierte Fenster in der nächtlichen Stadt realisiert? Ruft schnell an, wenn ihr das Buch Strategische Organisation gewinnen wollt. 0681 302 49
42. Viel Glück! Glück hatten auch die Mitfahrer im Quizbus. Die Kandidaten haben einige Süßigkeiten gewonnen. Und jetzt Quizbus. Ich stelle dir ein paar Fragen, du kannst Schokolade gewinnen. Wenn du die Antwort richtig gibst, dann kriegst du was. Wenn du die falsche gibst, dann nehme ich dir wieder was weg. Verstanden? Okay. Gut, fangen wir an. Bereit? Gut. Wie heißt denn unser Uni-Präsident? Ist das A, der Linne Weber, der Linne Näher, der Linne Stricker oder der Linne Häkler? Fehlanzeige. Aber Studentin bist du schon, oder? Ja. Findest du, dass das eine Bildungslücke ist? Definitiv. Die erste Frage im ganzen Quizbus, wo ich dir keine Antworten vorgebe. Ein Mann hat 6 Töchter und jede Tochter hat einen Bruder. Wie viele Kinder hat der Mann? Wie war das jetzt nochmal? Also ein Mann hat 6 Töchter. Genau. Und jede Tochter hat einen Bruder. Und wie viel? Und die Frage war, wie viele Kinder hat der Mann denn dann? 6 Töchter, also 6 Kinder. Ein Mann hat 6 Töchter, ja, 6 Kinder. Der hat 6 Töchter und die haben aber alle noch einen Bruder. Mhm. Ach so, okay. Dann 7. 7? Wo lebten die Azteken? In Peru, in Mexiko, in Guatemala oder in Ecuador? In Guatemala. Das kam aber schnell. Ja, in Guatemala, glaube ich. Willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Ich habe darüber nachgedacht. Dann sage ich C. In Guatemala. Ja. Du hältst daran fest. Mit welchem Handcomputer sind die Mitglieder vom Raumschiff Enterprise ausgestattet? Mit dem Odolmet 3? Dem Tricorder? Einem C3PO oder einem Tricolor? Tricorder. Das ist B. So Trekkie? Naja, eigentlich nicht, aber ich habe früher immer diese Star Trek Next Generation Folge im Fernsehen angeschaut und insofern bin ich mir da ziemlich sicher, dass das der Tricorder sein muss, auch wenn ich kein Fan der Kinofilme bin. Ja, man kommt an so ein paar Serien einfach nicht vorbei und da braucht man auch nicht lange dran rummeckern, das ist auch der Tricorder. Die alten Römer dachten von der Giraffe. Es sei das Reittier der afrikanischen Kriegsstämme, ein gefährliches Raubtier, eine Kreuzung aus Kamel und Leopard oder eine mächtige Gottheit. Tja, Also A hat mir gefallen, C und D hat mir auch gefallen. Dann wird's ja jetzt richtig schwierig. Ja, was dachten Sie von der Giraffe? Ich tippe mal auf Gottheit. Die Giraffe, eine Gottheit, weil... Oder ja. Eine Kreuzung zwischen Kamel und Leopard. Jetzt sollte man sich in die Köpfe der alten Römer reinversetzen können. Die werden nicht so oft... vielleicht auch was Kriegerisches. Ich weiß es nicht, was die gedacht haben. Dann musst du dich jetzt, glaube ich, entscheiden. Ja. Also, und dann tippe ich auf A. Das Reittier der afrikanischen Kriegsstämme. Und du bleibst dabei? Es ist falsch. Wieder viele glückliche Gewinner im Quizbus. Auch heute haben wir wieder 2 glückliche Gewinner bei unserem Gewinnspiel. Ihr konntet 2 Bücher Strategische Organisation von Christian Scholz gewinnen. Und die Frage lautete, welche Saarbrücker Hochschule hat denn das Projekt der Schaufenster inszeniert? Und die Antwort war natürlich die Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken. Und gewonnen haben Maike Dieterich und Alexander Hofer. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ihr könnt die Bücher bei uns demnächst hier abholen. Vielen Dank an den Lehrstuhl für das zur Verfügung stellen dieser beiden Exemplare. www.orga.tv, dort findet ihr alles zu dieser Sendung noch einmal im Überblick. Alle Links und Kommentare gibt es auf unserer Homepage. Wir verabschieden uns. Das war's von uns für heute.
Auf Wiedersehen und haltet die Ohren steif. We'll be right back.